Servus Leute, 27. Dezember, ich hoffe es geht euch gut. Ja, ich habe jetzt vorhin einem Kollegen von mir geholfen, sein Mitternachtsfeuerwerk zu verleiten. Wir haben rote Litze und Tape Match verwendet, bisschen Klebeband, Alufolie zum Abkleben der Zündschnüre bzw. zum Abbinden, also damit kein Funken überspringt. Und jetzt einfach so, ich dachte mir, ja, ich fahre jetzt einfach mal herum und schauen wir mal, ob es schon irgendwo Feuerwerkstände gibt. Vielleicht finden wir noch ein paar Schmankerl. Viel wird es nicht werden. Wahrscheinlich gar nichts, aber wir schauen jetzt mal, was es so gibt. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Viel Spaß. Dann kommst du Schluss zu uns. Das 4x60 Gramm. Double Thunder King von Catan und die Color Thunder Black Edition. Hat es jetzt hier gegeben, HW Feuerwerke. Da gegenüber vom ÖAMTC in Hartberg. Jetzt geht's weiter zu, ja, weiß ich nicht, Popyrotechnik oder wir fahren zum Dorf. Zwei Minuten Wart kommen nach der Lieferung ein paar Sachen. Ja, sicher. Setzen wir jetzt nochmal ins Warme. Geht schon. Ab geht's. Vorfreude ist da. Das ist geile Raketen. Phoenix haben auch sogar am Start hier. Richtig fettes Zeug. Die hatte ich auch schon mal, diese XXL Collection. Auch ziemlich geile Sachen drinnen hier. Top Raketen. Kommt gerade noch eine Lieferung. Was ist das wieder für YouTube oder für? Na, hau auf YouTube auf, ja. Hau auf YouTube. So, haben wir die Troublemaker. Und Fackeln! So einen E-Cop. Passt, alles klar. So, wir sind jetzt bei Popyrotechnik. Da gibt es Pyro Trade. Rocket Assortment. Ja. So, ich bin zu Hause, Leute. Hier nochmal die Ausbeute, jetzt auch bei Popyrotechnik. Hier Capricorn 3x30 mm, Glittering Golden Glittering Willow with Blue Stars. Das ist ein Single Shot bzw. ein Drive Triple Shot. Dann die Vampir 3. Letztes Jahr hatte ich die Vampir 2. Richtig heftige Batterie. Mega, mega geiles Teil. Und dann haben wir hier die Kobalt von Pyrotrained. Vollwerksbatterie. Genau, das haben wir uns gegönnt. Und die werde ich wahrscheinlich heute sogar noch zünden. Vielleicht auch das gleich noch hinterher. Mal schauen, ich habe eh so viel. Das werde ich jetzt gleich nochmal wegheizen. Jo, hier. Genau. Gut, ciao.